Ciao Bella, Dr. Bene von Dinosaur mit dem Spotlight zu der Hühnerrasse Italiener. Mit über 12.000 gemeldeten Zuchttieren ist diese Rasse auf Platz 1 der meistgezüchteten großen Hühner in Deutschland. Die Zuchtidee von dieser beliebten Rasse ist ein mittelgroßes, bewegliches Landhuhn, das frühreif zahlreiche Eier legt. Sie sind flugfähig, bei freiem Auslauf emsige Futtersucher, gute Winterleger und ohne Bruttrieb. Der Hahn soll 2,25 bis 3 Kilogramm, die Henne 1,75 bis 2,5 Kilogramm wiegen. Die Legeleistung im ersten Jahr beträgt knapp 200 Eier mit weißer glatter Schale von je 55 Gramm. Die Läufe sind gelb. Der imposante Kamm ist eins der Hauptrassemerkmale. Bei der Henne soll er vorne aufrecht stehen und sich im hinteren Teil zur Seite legen, ohne dabei das Auge zu verdecken. So steht es im Rassestandard. Die Italiener gibt es in 22 verschiedene BDRG zugelassenen Farbvarianten, eine prächtiger als die andere. Mit 3500 gemeldeten Zuchttieren ist Rebhuhnhalsig der mit Abstand beliebteste Farbschlag. Die Italienerhühner gehen auf Landhühner der Lombardei in Norditalien zurück, wo sie im 19. Jahrhundert als Rasse entwickelt und gefestigt wurden. Sehr wahrscheinlich gehen sie sogar auf eine von den Römern im Altertum geschätzte Hühnerrasse zurück. Die weißen Italiener gelangten natürlich auch nach Amerika und wurden dort zu den weißen American Leghorn weiterentwickelt. Für einen Laien sind die beiden Rassen Italiener und Leghorn wahrscheinlich nicht zu unterscheiden. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es für diese beliebte Hühnerrasse gleich mehrere Sondervereine für die verschiedenen Farbschläge. Manche davon existieren heute immer noch. Es gibt die Italiener auch in der Variante mit Rosenkamm, allerdings selten. Das bereitet mir aber wenig Sorgen, da der Rosenkamm dominant über den Einfachkamm ist und somit im Notfall immer ausreichend frisches Blut von den zahlreichen einfachkämmigen Italiener für die rosenkämmigen zur Verfügung stehen würde. Auch der Sonderverein für die rosenkämmigen Italiener wurde bereits 1909 in Halle gegründet. Der Sonderverein für die rebhuhnhalsigen Italienerhühner wurde etwas früher, 1894, gegründet. Als Willkommensgruß lese ich auf der Homepage des Vereins, Zitat: Ziel des Vereins ist es, das früher so weit verbreitete und jetzt auf der roten Liste der bedrohten Tierarten stehende rebhuhnhalsige Italienerhuhn für die kommenden Generationen zu erhalten. Echt jetzt? Bedroht? Wenn ich es nicht schon gewusst hätte, dann wäre ich bei diesen Worten beinahe vom Glauben abgefallen. Ich als Züchter der Crèvecœur-Rasse, die nur weniger als 70 Zuchttiere in Deutschland zählt und aus zwielichtigen Gründen von der Liste der bedrohten Hühnerrassen gestrichen wurde, empfinde es als grobe Unverfrorenheit, dass die Italiener tatsächlich auf der roten Liste der bedrohten Haustierrassen stehen. Wie eingangs erwähnt, sind die Italiener die meistgezüchtete große Hühnerrasse und der rebhuhnhalsige Farbschlag umfasst 3500 gemeldete Zuchttiere in Deutschland. Falls ihr eine Erklärung für die scheinbar willkürlich zusammengestellte rote Liste der bedrohten Haustierrassen im Bereich Hühner habt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich habe mit einem Züchter der Italienerhühner gesprochen. Bei geräumigem Auslauf und wenn sie nicht erschreckt werden, könnte theoretisch ein 1,50 Meter hoher Zaun ausreichen. Das bedeutet übersetzt, mindestens 2 Meter hoher Zaun oder ein riesiger Auslauf wären sinnvoll. Glucken tun sie tatsächlich nicht. Sie kommen freudig angerannt, wenn er mit Zusatzfutter in den Auslauf kommt. Richtig handsam werden sie allerdings nicht. Er beschreibt den Charakter seiner Italienerhühner als positiv formuliert lebhaft gewandt. Wie frostgefährdet sind die großen Kämme und Kehllappen im Winter? Das habe ich einen anderen Italienerzüchter gefragt. Er meinte, in seinem Stall mit trockener Kälte hätten seine Italiener die letzten 10 Jahre noch keine Probleme gehabt. Bei feuchter Kälte könnten sie aber doch die sich schwarz verfärbenden Kammerfrierungen erleiden. Es ist also eher eine Frage der Haltung und nicht der Rasse.
da ich in den YouTube Analytics gesehen habe, dass ihr meine zusammengestellten Rassekarten am Ende der Spotlights wahrscheinlich immer pausiert und dann wegschaltet, werde ich in Zukunft die Rassekarten auf meiner Webseite veröffentlichen und nicht mehr am Ende der Spotlight-Videos. Danke fürs Zuschauen und macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Arrivederci!